Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines 2, wollte ich gerade sagen. Aber da freue ich mich auch schon drauf. Man hört ja und sieht ja schon so viel. Leider ein bisschen Dunst hier. Wie gesagt, wir haben Geldprobleme und Stromprobleme. Wir brauchen mehr Strom. Wir können uns aber nichts leisten. Von daher. Müssen wir uns mal ein Darlehen nehmen. Wir nehmen, glaube ich, gleich mal 60. Dann bauen wir hier oben. Strom. Ach, das baut er daran. So. Drücken wir kurz Play. 100, dann können wir hier. Einmal gehen wir hier mal auf. Zurück. Gucken, ob das reicht. Haben wir jetzt an Strom? 80 ist okay. Denn bauen wir eine Oberschule. Ja, doch, Oberschule. Öffne Bibliothek 2 ins. Bauen wir das auch einmal gleich dahinter, dass wir hier. Polizeistation. Ach, hier haben wir gar keine. Dann gucken wir gleich mal zur. Ich habe eine Feuerwehr gesetzt, ne? Ich Hornochse. Hier ist doch eine Polizeiwache. Feuerwehrwache. Ah. 12.000. Wie gesagt, da müssen wir hier oben mal noch eine Wache bauen. Oh, das bringt. So. Denn die setzen wir auch gleich mal hier neben. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay. Und dann würde ich sagen. Was haben wir hier eigentlich?
Okay. Mhm. Freundlicher Stadtpark. Oh. Busdepot. Weil diesmal wollen wir auch, was? Nicht genügend gebildete Leute. Ja. Grundschule. Ach, brauchen wir mehr Grundschule? Da, 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 da. Hm, 10.000. Die machen jetzt... Oh, jetzt machen wir miese. Wasser ist okay. Strom ist okay. Können wir Wasser ein bisschen runterdrehen? Vielleicht Strom. Kein Problem. Wir verlieren schon wieder aktuell Geld. Was? Guten Morgen zusammen. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Schön. Ist sehr seltsam mit dem Stau. In Grenzen. Aber wie gesagt, wir machen hier wieder Minus. Ich müsste eine Grundschule bauen. Ich brauche dafür 10.000. 2.860. Oberschule, das passt noch. Grundschule halt ist schlecht. Aber wie gesagt, geht sich das vielleicht mit den Einbahnstraßen hier aus? Ey, komm. Warum steigst du nicht? Ja, guck mal, ein Krankenhaus müsste ich bauen. Ja, nehmen wir die 21.000 nochmal mit. Steuern haben wir doch schon auf 13%, ne? Oh, ich müsste auch Dings, ne? Hm. Oh, jetzt machen wir 1000 minus. Ah.
Budget, Darlehen. Wir nehmen einfach mal das. Wir müssen mal kurz... 8000. Ne, eine Grundschule. 8000. 18000. Müsste sich ausgehen. So. Und dann... Ein Friedhof. Ja, würde ich sagen, setzen wir den hier hin. Nochmal weiter. Jagdbusse würde ich gerne machen. Ah, jetzt geht das los. Aber wir brauchen hier dann nachher auch Altersheim, Kinderkrankenhaus. Achso, das nochmal. Okay. Aktuell sind keine Probleme. Außer jetzt hier unten der Kontostand natürlich. Wir können nichts machen. Verbliebene Zahlung 58. Ja, das ist bestimmt. Wöchentliche Kosten 235. 4. Oh, ist ein bisschen was. Oder erhöhe ich die Steuern? Ah, hier muss ich irgendwann mal gucken. Aber wie gesagt, ich kann aktuell nichts machen. Strom sieht gut aus. Wasser sieht gut aus. Kann ich das hier noch ein bisschen runternehmen, weil wir wachsen erstmal nicht. Ihre Einnahmen kommen aus Wohngebieten. Oh. Oh, oh, okay, 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 ich erhöhe Strom schon wieder. Abwasser. Ah, erhöhen wir auch mal gleich ein Stück. Okay, da sind wir auch schon mal. Wie gesagt, wir haben jetzt 3000 Einwohner und wir machen einen Minus. Aber warum? Wir haben Einnahmen 722. Das haben wir noch nicht. Ah. Na hier, guck mal, 600. Wenn wir 600 dazu... Ah, auch noch nicht ganz. Ja. Aber ich kann nichts machen. Dann müssten wir eigentlich... Gehen wir einmal kurz...
Ja, das kann ich mir ja gerade gar nicht leisten. Jetzt haben wir 16. Komm, gehen wir mal auf 15%. Mal gucken, wann sie sauer werden. Aber wir müssen irgendwie mal halt. Ach, verdammt, jetzt muss ich wieder mit dem Strom hochgehen. Noch viel höher. Gehen wir jetzt auf 100%. Was ist das denn? Steuern sind zu hoch. Ja. Leute. Schild. Na, wir machen jetzt 18 und 16.000. Steuern sind zu hoch. Oh, da taucht jetzt aber mehr auf. Ein bisschen müsst ihr noch durchhalten, Leute. Ich will nur auf die Null kommen. Okay. Bevor die mir hier ganz wegrennen, gehen wir mal kurz wieder auf. Auf 12. Können wir. Weil haben wir 17, 16, 5, 15, 8. Ja, aber dann. Ist ja schön, dass die sich freuen, dass wenig Steuern sind. Wie lange läuft der Kredit noch? So kann aber die Stadt nicht wachsen, Jungs. Ihr müsst Steuern zahlen. Gehen wir mal auf 13. Mal gucken, was sie denn sagen. Einer am 14. 14, 6. Bleibt stehen. Sind schon mal nicht mehr geworden. Das ist echt mies. Ja, dann zieht doch aus, wenn ihr euch das nicht passt hier. Aber wir müssen echt mal Busse schaffen, weil die laufen wohin? Warte mal, mal kurz ein bisschen langsamer.
So. Wer meckert jetzt? Meckert der hier rum? Wie gesagt, die beiden Darlehen halt, ne? Und jetzt sind hier noch 54, noch 13, dann sparen wir schon mal 400.000. Wenn die hier raufkommen würden, gehen sie ja hier weg. Ne, dann würde nicht reichen. Aber die Parks. Aber so nachts ist das echt schick. Was ist das da hinten? Achso, die Brücken. Naja, Industrie nicht ganz so schick, aber. Minus 4. Wer ist das jetzt? Ha? Gebäude nicht genügend Kunden. Aber ach nee, ich kann nicht. Oh. Okay, der ist schon mal weg. Okay, wir machen wieder Plus. Aber warum mal so, mal so? Die Ausgaben bleiben gleich. Ein Feuer? Wir können ja mal hier raufgehen. Warum geht das nicht? Das geht. Das ging doch sonst. Hallo? Hä?
Achso, hier oben müssen wir mal gucken. 58%. Wir müssen mehr Einnahmen machen, aber dafür bräuchten wir mehr Straße. Oder wir müssen wirklich doch jetzt hier bauen. Halt. Machen wir mal bis hier. Machen wir mal hier Gewerbe hin. So, hier. Ah, ich hatte den Friedhof hier nicht ranbauen sollen. Wenn wir ja hier eine größere Straße bauen wollen. Wir müssen echt das mal mit den Bussen hinbekommen. Macht er nicht. Wir gucken mal nach Strom. Reicht. Wasser auch. Dann schauen wir mal nach Bildung. Grundschule ausreichend. Oberschule ausreichend. Uni ja, habe ich noch nicht. Okay. Durchschnittliche Gesundheit 82. Bestattung. Begraben 27. Verstorben Enor. Ja. Ich kann ja hier noch ein bisschen Gewerbe machen. Ach hey. Sorry, Jungs. Ah, da wollte ich doch Wohngebiet hinmachen. Aber das hier ist eigentlich auch nicht schlecht. Was ich aber mal gucken wollte, ist... Die habe ich noch nicht. Hier habe ich jetzt auch diese eine Einbahnstraße, die ich immer wollte. Weil die ist ja zweispurig. Die hier. Und hier habe ich mit Parken am Rand. Und Verkehr... Ja. Aber... Oh. Wo haben wir denn jetzt die Steuern eigentlich? 13% lassen wir noch. Kredite werden auch langsam. Aber es läuft so langsam. Oberschule, was? Achso, Budgetfenster. Wir können ja nochmal bei Schulen gucken. Grundschulen, top. Oberschulen, Unis habe ich ja nicht. Wieso? Was brennt denn da? Nicht genügend Kunden. Ja, das hatten wir ja schon mal. Ah, guck mal, was hier Menschen laufen. Ich mach mal kurz.
Okay. Strom 71. Wasser. Okay, könnte langsam eng werden. Ungebildet 7, gebildet 7, gut ausgebildet 1. Ach doch. Ach doch, da setzt sich jemand hin. Wo war der japanische Garten? Ha. Aber es steigt. Das ist doch schon mal Wasser. Dann wird das hier bestimmt. So, dann haben wir das Problem schon mal nicht. Was können wir denn demnächst eigentlich hier? Bei Strom haben wir noch 0,8, ja. Später, wenn die Solardinger wieder kommen. Da oben. So, jetzt kriegen wir langsam wieder Geld rein. Das sind auch Einbahnstraßen. Machen wir kurz Stopp. Wir brauchen ja Wohngebiete. Arbeitsplätze. Da oben. Industrie auch. Wir wollten ja da das Industriegebiet da ein bisschen. Weiter geht. Dementsprechend. Mal kurz gucken.
Weil die müssen ja jetzt hier oben rein und da, das ist auch doof. Ist das die Straße? Nein, ist die nicht. Ach Gottin, das ist die auch nicht. Nein. Ja, hatte ich ihn genommen? Die? Ja. Gehen wir mal hier ran. So, dann gehen wir hier ran. Können wir die hier einmal so rum? Welche waren da die, ne? Ja. Dann gehen wir hier ran. Und wir hatten... Ja, dann würde ich sagen so, ne? Die war da, das. So, dann gehen wir hier wieder ran. Und sagen... So. Denn so. Und so. Können die, müssen die ja da, die. Okay, das ist hässlich. Mach die mal weg. Müssen wir kurz drehen. Ach so, wartet mal. Das ist... ärgerlich. Wir machen ja noch Plus. Wir warten mal kurz, bevor wir hier was... Aber Müllproblem kriegen wir, ne? Wartet mal kurz. Wir müssen jetzt mal kurz gucken. Wir müssen denn zwei machen, dass wir die da oben entleeren.
Dann würde ich sagen, die müssen ja dann hier runter und hier rein. Aber gut wäre, wenn man die so rumgemacht hätte. Weil der Müllwagen müsste jetzt mal so. So. Doch, das wäre besser gewesen. Wenn die hier so, dann könnte man hier hoch, da hoch. So, so. So muss man jetzt immer, wenn man hier ist, einmal so rum. Und dann hier irgendwo rein. Oder wenigstens die hier. Das ist nicht ganz durchdacht. Was hatte ich jetzt gesagt? Musste ich mal kurz. Probieren wir aus. Wir machen ja jetzt erstmal ganz gut Gewinn. Dann würde ich aber hier oben irgendwie jetzt eine Mülldeponie bauen, die nur von hier aus auf das Stadtgebiet zugreifen kann. Dann soll die hier oben das hoffentlich so ein bisschen regeln. Aber dafür brauche ich 4000. Dann würde ich sagen, müsste ich ja denn später. Jo. Okay. Ich würde sagen, die setzen wir hier hin. Später, dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Ja, so wäre geiler, ne? Dann ist das so ein bisschen von dem Gebiet abgegrenzt. Neuer Versuch. Die Stadt wollen wir ja jetzt hier ein bisschen runterbauen. Die ist ja jetzt beidseitig befahrbar, ne? Wir können ja. Halt, stopp.
Achso, die haben noch kein Wasser, ne? Ach doch, die Hälfte hat Wasser. Das ist gut. Aha. Wie viel brauche ich denn? Okay, wir kriegen wieder Zuwachs. Was sagen eigentlich die Darlehen? Oh, ein bisschen ist noch. Okay. Wir müssen halt erstmal mit dem... Ah, dann werden wir nachher auch Stromprobleme kriegen. Halt. Strom. Wasser. Na gut, Wasser dürfte kein Problem sein, weil... Wir hatten ja Dings gerade gebaut. Halt, stopp. So. Wie gesagt, hier oben an den Zipfel machen wir denn eine Mülldeponie. Eine Mülldeponie. Dann soll die Mülle das Gebiet nämlich mit bearbeiten. Die Mülle hier oben, die müssen wir aber mal leeren und irgendwo anders hinsetzen, damit wir die Straße ausbauen. Aber in diesem Sinne sage ich recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen und bis zum nächsten Mal.